Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich hatte euch das letzte Mal versprochen, dass wir zu den CSS-Attributen zurückkommen und wie man dort einzelne Buchstaben und so weiter manipulieren kann. Ihr müsst trotzdem einen kleinen Umweg gehen. Ich möchte euch nämlich nochmal zeigen, wie man das CSS oder die CSS-Programmierung nicht mehr im HTML-Dokument drin verwendet, sondern außerhalb. Wir hatten ja diesen Inline-Style, wo man direkt im HTML-Tag verschiedene Style-Eigenschaften eintippen kann. Wir hatten das Internal-Style-Sheet, wo das im Kopf drin sitzt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und jetzt geht es aber um das sogenannte External-Style-Sheet. Das ist ein Dokument außerhalb von dem HTML-Dokument. Und es hat den Vorteil, dass es von mehreren HTML-Dokumenten geladen werden kann. Wenn ihr also eine komplexere Internetseite programmiert mit mehreren HTML-Seiten oder vielleicht auch ganz vielen HTML-Seiten, wie das ja teilweise bei großen HTML- oder Web-Auftritten von Firmen notwendig ist, dann ist so ein External Style Sheet zu empfehlen, weil ihr dann einmal CSS programmiert und das in jede Seite mit hineinnehmen könnt, die für einen bestimmten Webauftritt notwendig ist. Also der Internal Style Sheet, ihr erinnert euch, wird in das Kopfelement, in das Head reingesetzt, so, und steht zwischen dem Anfangs-Tag-Style und dem End-Tag-Style. Und ihr seht, das ist schon eine ganze Menge, was hier zu sehen ist. Es sind insgesamt 10 Elemente. Meistens, wenn ihr eine professionelle Website programmiert, sind es wesentlich mehr. Und dann wird es schon recht unübersichtlich und auch mühsam, selbst wenn man es nur von einer HTML-Seite in die nächste kopieren muss, weil man das gleiche benutzt. Aber wir können uns auch ein External Style Sheet nehmen. Und so. Und dieses External Style Sheet ist eigentlich nichts anderes als eine Textdatei, also eine ganz normale, einfache, wenig formatierte Textdatei. Wichtig ist, dass hinter dem Punkt, wo bei der HTML-Datei ein HTML steht, bei der CSS-Datei ein CSS steht. Und hier seht ihr das, oder ich zeige euch das auch nochmal hier in meinem Windows Explorer. So, und da habt ihr hier, Moment, hier unten habt ihr jetzt das CSS-Element oder das CSS-Dokument stehen, und dann kommt hinter dem Punkt hier, da kommt Punkt der CSS. Und wie ihr das nennt, das ist dann euch überlassen, das ist völlig wurscht. So, wichtig ist vielleicht, dass ihr einen sinnvollen Namen verwendet für diese Datei. So, wenn ihr schon angefangen habt, ein Internal Style Sheet zu programmieren, so, dann könnt ihr einfach alle Elemente, die ihr bisher dort reingeschrieben habt, die könnt ihr kopieren. So, wo ist es denn? Hier. Und zwar innerhalb dieses Style Tags. Das Tag bitte nicht mit kopieren. So, dann schneidet ihr das Ganze aus und setzt euch das einfach in die CSS-Datei hinein. So, und ihr müsst nichts weiter angeben. Es kommt vorne nichts Besonderes hin, es kommt hinten nichts Besonderes hin. Vor allem keine Tags, also kein HTML. Ne? Ihr könnt hier rein CSS die ganzen Sachen reinschreiben, ganz normal, wie ihr das gewohnt seid. So, wie kommt das HTML-Dokument, das ja jetzt diese ganzen CSS-Elemente nicht mehr zur Verfügung hat, wie kommt das denn jetzt an die heran? So, und dazu gebt ihr den Befehl link ein. Das ist ein relativ komplexer Befehl. Hier zeige ich euch einfach nur, wie ihr den für das CSS verwendet. Dann kommt rel, für relation steht das. Rel ist gleich style sheet. Das kommt immer hinein, wenn ihr ein Style-Sheet laden wollt. Das verändert sich nicht. So, dann kommt als nächstes kommt die Datei, die ihr laden wollt. Und das habe ich hier mal external css.css genannt. Da müsst ihr das einsetzen, wo ihr
also das, den Namen des Dokumentes einsetzen, den ihr dort habt. Und dann gebt ihr als Typ an, dass es sich um ein Textelement handelt, und zwar ein Textelement mit CSS drin. So. Und das war es im Prinzip auch schon. Ihr schließt das Tag mit einer Klammer und dann lädt der das automatisch. So. Jetzt speichere ich das Ganze ab. Ich speichere das CSS auch ab. Das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr mit so einem Editor arbeitet. Sonst zeigt er euch das nicht an. Oder macht. Ja, einen Fehler macht er nicht, aber er hat dann plötzlich die Formatierungen nicht mehr. So, und jetzt gehe ich mal in meine HTML-Datei hinein und lade das Ganze. Und wie erwartet, also wie gehofft erwartet, verändert sich nichts, weil wir haben ja nichts dazu programmiert, nichts wegprogrammiert, sondern es ist einfach das geblieben. Wir haben nur das, was wir bisher programmiert haben, auf zwei Dateien verteilt und die dann auf eine andere Weise verknüpft. Gut, das war's für diesmal. Das nächste Mal muss ich nochmal so mein Versprechen brechen. Ich zeige euch noch, wie man bei CSS Kommentare reinsetzt. Ist eine ganz einfache Sache, aber wenn so ein CSS-Dokument ganz umfangreich wird, und das wird es relativ rasch, dann braucht ihr Kommentare, um euch da drin orientieren zu können. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, falls irgendwas nicht funktioniert, schreibt es unten in die Kommentare hinein. Ich schaue die relativ häufig durch und versuche dann, eure Fragen rasch zu beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.